Und ich höre auf jeden Fall Schritte hinter mir. Vielleicht hat sich René ja auch noch mal seinen Scherz erlaubt. Der hat ein richtig dummes Versteck. Das war eigentlich ein Prank, ich habe mich erinnert. Das ist okay. Okay, das war das erste Prank-Versteck von René. Das ist Schummel. Das heißt Schummel bei uns. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einer Runde Hide and Seek im Wald. Wir sind heute mit der ganzen Crew hier. Wir sind mit der ganzen Crew heute. Deswegen, also Teil 1 habt ihr schon vielleicht bei Spiel mit Apps. Einfach nur mal Spiel mit mir gesehen. Aber heute haben wir noch ein Hide and Seek hier bei DIY Inspiration. Ja, und ich muss anfangen zu suchen. Ja. Ich habe nämlich bei der letzten Runde richtig doof verloren. Oh. Also auf jeden Fall bei Spiel mit mir vorbeischauen, da könnt ihr das sehen. Ich werde gleich anfangen zu suchen. Wer möchte die kleine Kamera? Katja, alles klar. Okay, gut. Du kriegst die Kamera? Ja. Und ich zähle dann mal. Ja. So, die Kamera ist an. Und ich mal sagen, Eva, ab geht's mit euch. Bis dann. Augen zu, Eva. Ja. Was ist das? 1, 2, 3. Okay, ich versteck's gerade. Eva zählt, ne? Ja, dann gehen wir wohl hier hin. Ich weiß nicht, aber jetzt hier hochzugehen. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Boah, sollen wir nach oben gehen? Sollen wir nach oben gehen? Ich hab aber Angst. Wie kommen wir da? Wie kann die da? Wie kommen wir da hoch? Das ist ein riesen Baum, da kann man sich gut dahinter. Gut, dann. Ich versuche einfach hier nicht runter zu fallen, Leute. Das ist jetzt super schwierig. Ich stelle hier auch einfach rein, der Weg ist zu. Na gut, ich habe ja auch die Augen zu. Okay, ich bin jetzt einfach nur hier hinten. Und wenn ich mich nicht bewege, dann hoffentlich geht's. Die hören mich auch nicht mehr. Oh mein Gott. Ich habe jetzt ein gutes Versteck gesucht. Ich hoffe, dass ich nicht sofort gefunden werde. Ich kann dann die Kamera gleich umdrehen. Dann seht ihr. Man sieht hier erstmal wirklich gar nichts. Das ist irgendwie so eine Vespe oder so, die auch nicht. Hier ist eine Vespe oder so, die mich attackiert. Ich glaube, ich muss die Kamera erstmal wieder ausmachen. Ich weiß auch nicht, bis wie lange Eva zählt. Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt im Kopf so bis 200 ungefähr gezählt. Und ich mache mich jetzt mal auf die Suche. Also 3 Minuten ungefähr hatten sie. Mal gucken, wo sich hier jemand versteckt hat. Hier oben nicht. Hier hatte ich mich eben versteckt. Ich suche gerade noch. Nein! Was? Ich habe mich erst hier versteckt. Was? Ich habe mich hier versteckt. Ich bin mir aufgefallen, dass man nicht von da sehen kann. Oh Mann, richtig schlecht. So, ich dachte, ich bin schlecht. Okay, gut. Ich war erst so, ist das jemand anders? Ist das René? Ja, das war eigentlich ein Prank. Ich habe mich erinnert. Das ist okay. Okay, das war das erste Prank-Versteck von René. Okay, dann gucke ich mal weiter. Da sieht es sehr sonnig aus. Da hatte ich mich eben versteckt. Willst du mitkommen? Ja. Also, ich war eben hinter diesem Baum da oben. Aber ich glaube, wobei, Donny hätte mich eigentlich richtig krass sehen müssen eben. Hat er nicht. Also hinter diesem wunderschönen Baum war ich. Ja, aber siehst du es gerade? Nee. Da ist jemand. Aha. Und es ist Donny. Nein. Na gut. Okay. Und hier war irgendwo ein Weg durch dieses Waldstück so durch. Und da gehen wir jetzt auch mal wieder rein. Oh! Uiuiui! Es gibt einen dicken blauen Fleck. Bin ich unsichtbar? Oh Mann, ich dachte, du bist mit nicht. Ich gehe erst die Verstecke ab, wo ich selber war. Ich habe mich versteckt hier schön, aber ich habe nicht, wenn du nämlich von oben kommst, hätte ich nicht gesehen, aber ich wusste nicht, dass du einmal weiterläufst. Ja. So, ich dachte, ich gehe jetzt mal diesen kleinen Weg hier. Da unten läuft René parallel und wir gehen diesen geheimen Weg hier oben. So, aber hier ist auch niemand, oder? Donny, bist du noch da? Ja. Gut. Hallo!
Ist hier jemand? Macht das richtig, richtig gut mal wieder. Okay, zwei habe ich. So. Ja, aber René hat ja schon. Ja, ich auch. Stimmt, ihr seid beide richtig. Nee, René hat ja freiwillig angefangen. Ich will hier nicht mit der Kamera fallen. So, das ist hier nämlich ziemlich abschüssig. So, gucken wir mal weiter. Hey Leute, ich höre Eva die ganze Zeit. Oh, jetzt sehe ich sie auch. Jetzt sehe ich sie dann. Und, aber sie hat mich anscheinend noch nicht entdeckt. Hier ist ja auch immer ein beliebter Wald. Schwierig. Schwierig. Okay, hier waren auf jeden Fall auch schon Verstecke. Ich sehe jetzt auch niemanden mehr. Sie hat gar nicht in diese Richtung hier geguckt. Anscheinend habe ich mir wirklich gutes Versteck. Also eigentlich ist das hier so relativ frei. Aber sie sieht mich anscheinend nicht. Schlecht. Doch, nee, ach, das war nur die Sonne. Okay, hier einmal zurück wieder zum Start. Habt ihr euch noch mal versteckt? Okay. Habt ihr... Oh, da ist Katja! Nein! Oh, ich hab Katja gefunden! Ich dachte die ganze Zeit, wie hast du mich übersehen? Boah, du bist richtig gut versteckt! Ich bin nicht gut versteckt! Doch! Das funktioniert wirklich gut! Naja, aber halt, ich meine... Hier okay, und ich glaube, ich höre da unten Stimmen. Vielleicht sind das auch wieder andere Leute. Das war meine Stimme. Okay. Das ist kein guter Hinweis, René. Ich sehe da unten was. Das ist gar nichts. Wie hast du mich eben übersehen, als ich mit René hier gechillt habe? Ich wusste nicht mal, ob ihr überhaupt dazugehört. Ich dachte, ihr wärt fremde Leute. Doch, wir haben dazugehört, aber ja. Ja, ich bin eben weggelaufen, aber dann hast du mich anscheinend gesehen. Ja, jetzt habe ich dich gesehen. Schade. Okay, dann habe ich nur noch Kathi. Ja, viel Spaß. Kathi, ich gebe den Tipp, die ist nicht hier. Okay, die ist nicht hier. Oh. Ich kann dir einen Tipp geben, ich habe sie dort drüben laufen gesehen. Okay, Donny hat einfach blaue Haare. Ja. Ja, warum guckt er nicht hin? So, cool. Wo ist Kathi? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, die ist da hochgelaufen. Ich glaube, ja, genau. Kathi war, glaube ich, ganz andere Richtung. Kathi! Ja. Komm raus, jetzt spielen nicht mehr. Nee, die spielen nicht mehr. Oh. Fallen wir nach Hause, Leute? Ohne Kathi? Ja. Auf geht's. Ja. Was ist zweimal dasselbe passiert? Sie hat dich übersehen und mich übersehen. Oh, warst du auch so richtig blöd, einfach nur irgendwo im Boot? Ich stand neben René. Ich bin weggelaufen. Ich nochmal Versteck wechseln und dann stand ich auf einmal so mitten auf dem Gang und dann kam der Eva. Und ich bin noch weggelaufen. Ich habe mich vielen geopfert. Ja. Oh nein. Tja, Eva ist ein bisschen schlecht, glaube ich, im Suchen. Ja. Also so gut ist sie jetzt auch nicht. Also ich weiß, ich habe ihn auch noch nicht gesucht, aber ich gehe davon aus, dass ich auch gleich ihn suchen werde oder so vielleicht. Aber mal gucken. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder im Wald. Mal gucken, ob ich Kathi jetzt finde. Kathi? Nein. Vielleicht ist sie hinter einem der dicken Bäume hier. Nein. Ich glaube, hier hatte ich mich eben auch schon mit Kathi zusammen versteckt. Das ist auch ein richtig gutes Versteck. Vielleicht war Claudio hier eben. Aber... Kathi? Kathi? Okay. Eichhörnchen, da ist ein Eichhörnchen. Eichhörnchen! Kathi, ich seh dich!
Nein, die letzte. Ah, okay. Du hast gewonnen. Echt? Ja, cool. Ja, ich bin aus meinem Versteck freiwillig rausgekommen, weil es war richtig unangenehm. Okay. Da waren Landschaftsgärtner. Oh und ja, die haben direkt ihr Auto neben mir geparkt. Oh nein. Und ich habe da unten gehockt. Und es war mir so unangenehm. Ja, deswegen wollte ich da auch nicht suchen, wegen den Landschaftsgärtnern. Ja. Genau, bei den Landschaftsgärtnern war ich. Okay, wen hatte ich zuerst? Ach nee, René hat ja schon bei Spiel mit mir gesucht. Wo ist es? Ja. Oh ja. Oh. Kathi, du hast gewonnen. Willst du suchen? Ja. Ja, kann ich machen. Ja. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Kathi musste aufgeben wegen den Landschaftsgärtnern. Ja, ich war, es war mir zu unangenehm. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben, aber ich hockte da unten so. Ja, so, ich würde mal sagen. Okay, nächste Runde. Okay, let's go. Let's go. So, Kathi sucht. Okay, Kathi, weiter geht's. Und jetzt andere Kamera. Gut, ich gehe vorne hin zum Zählen, ne? Auf die Lichtung hier. Ach nee, ist gar keine Lichtung noch. Okay. Dann will ich mal zählen. Was ist jetzt? Vorsicht, rechts ist die Haufen. Ja, rechts. Jetzt läuten auch noch die Glocken. Wir spielen anscheinend schon etwas länger. Und ich höre auf jeden Fall Schritte hinter mir. Anscheinend haben die anderen sich noch nicht versteckt. Oder sind einfach Spaziergänger, die hier vorbeilaufen. So, ich zähle gar nicht, sondern ich habe einfach nur die Augen zu. Ich werde einfach mal lauschen, wenn ich gar nichts mehr höre, was sich irgendwie so anhört, als wäre hier jemand von der Kuh. Dann laufe ich einfach los. Ich glaube, es kann losgehen. So, ich suche euch jetzt. Ja, und Claudio habe ich schon direkt entdeckt. Was ist das denn für ein Versteck? Ich hab meinen Namen gehört. Ja, ist das ein Versteck oder was? Ja, ich wusste nicht, dass du nach 30 Sekunden schon suchst. Ja, ich habe nichts mehr gehört. Und da dachte ich, dann kann ich auch loslaufen, oder? Ja, willst du dich nochmal verstecken? Nee. Tut mir leid, ich habe irgendwie einfach nur, ich wusste nicht, wie lange. Ich wusste nicht, dass das nur 30 Sekunden waren. Es war schon ziemlich schnell, als du angefangen hast. Aber dann such ich weiter. So, dann schaue ich mal hier. Oh, da ist irgendwie so Gerümpel. Ist das vielleicht ein Privatgelände dann? Dann. Ah, Katja! Ich sehe dich. Nein! Warum bist du hier? Nein! Warum bist du okay, hier? Okay, alles klar. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Okay, vielleicht ist ja hier unten noch jemand. Da gehe ich nochmal gerade weiter. Oh, Eva! Oh, das ist aber heute einfach mit dem Suchen. Jetzt habe ich schon drei. Ich bin in eine Richtung gelaufen. Ich hätte noch runtergekartet. Ja, ganz schön interessant, ne? Ja, also da wäre es also der perfekte Ort gewesen. Aber es sind übrigens Drehorte von Piggy, wenn ihr das Ganze mal besichtigen wollt. Ja, Piggy-Drehorte. So, jetzt geht's weiter. Also drei Leute habe ich schon gefunden. Claudio meinte, ich wäre viel zu schnell losgelaufen, aber ich habe halt nichts mehr gehört. Dann werde ich jetzt mal hier weiter gucken, ob hier irgendwo jemand ist. Wir haben ja auch nicht genau ausgemacht, wie weit man zählen sollte. Nö, ich habe erst mal angefangen zu zählen, aber dann dachte ich, nö, ich lausche einfach, bis ich nichts mehr höre. Ja. Wie lange hast du gezählt? Ich habe gar nicht gezählt, ich habe einfach gewartet, bis ich nichts mehr gehört habe. Ja, ich habe es gemerkt, ich bin gerade erst in den Wald rein, ich wollte gerade ein Versteck suchen, dann stand Kathi schon da. Ich dachte, hä? Ich bin nicht gerade versteckt, aber nicht. Hm. So, während Claudio sich noch beschwert, weil ich viel zu schnell gesucht habe, suche ich dann mal René und Don. Nein, du warst da. Da warst du, wo Kathi gerade. Ich dachte gerade, da wäre jemand, aber das ist so ein. Weil ich glaube, ich Kathi erzählt, da Baum versteckt und das kann eigentlich. Was passiert? Geht's hier? Erstmal den Berg hoch. Traurig. Ach. Donny. Da ist der Donny. Oh nein.
Ich hab gedacht, du kommst gleich von der Seite, weil von hier sieht man mich gar nicht. Ach so, nee. Jetzt hab ich vergessen, da oben kannst du auch her. Ja, ich komme von hier. Jetzt guck ich mal, ob ich René noch finde. René ist jetzt der Letzte. Vielleicht hat sich René ja auch noch mal seinen Scherz erlaubt. Ich weiß nicht, ob ihr das andere Video gesehen habt bei Spiel mit mir. Ja, da hatte der einen kleinen Prank vorbereitet. Oder ein bisschen gemogelt auf jeden Fall. Ja, vielleicht bin ich aber auch drauf vorbereitet. So. Hallo! Donny! Donny! Hat sie dich gefunden? Wo warst du denn? Da vorne. Wow. Schade. Da vorne halt. Da vorne passiert. Da fehlt nur noch René, ne? Ja. Das ist aber wirklich richtig, finde ich. Ich gehe mal hier wieder rein. Wo ist René versteckt? Hinterm Baum. Und schau mal, ob ich hier irgendwo den René sehe. Ja, sei mal auf Kamera. Kathi hat, Kathi hat nicht gezählt. Sie ist einfach so. Ich war mit Katja und Eva dort unten. Eva ist gerade zu ihrem Verstecken gegangen. Katja hinterm Baum. Ja, ich bin gerade noch mitten im Wald. Ich will zurück mich verstecken. Kommt sie schon? Ich habe so. Wie weit hast du gezählt, als du gezählt hast? Ich habe, glaube ich, knapp 4 Minuten gezählt. Sie hat maximal 1 Minute. Die anderen? Oh Mann. Also René hat sich ein wirklich gutes Versteck ausgesucht anscheinend. Nee, ich sehe ihn, das ist doch kein gutes Versteck. Der hatte einfach nur Glück. Also René hatte einfach nur Glück. Der hat ein richtig dummes Versteck. Er steht da einfach nur so mitten im Wald. Hallo. Jetzt hat sie ihn. Wenn sie ihn nicht hat, dann... Das ist doch kein Versteck. René! Meinst du, man sieht dich da nicht, oder was? Ja, genau das habe ich gemeint. Das hat gerade auch ziemlich gut funktioniert. Ich habe gerade auch gesagt, so, boah, René hat voll das gute Versteck. Ja, und dann guck ich, dann stehst du da mitten im Wald einfach nur. Ja, mir ist langweilig geworden, ne? Da muss ich ein bisschen ans Handy gehen. Bin ich der Letzte gewesen? Ja, du bist der Letzte. Hast Tja, gewonnen. Dann war es wohl das beste Versteck. Ja, war wohl ein wirklich super gutes Versteck. Einfach da das so. Sind aber perfekt. Man sah so den halben Körper, hat sich noch nicht mal hinterm Baum versteckt. Aber naja. Ich dachte gerade, ich höre Schritte hinter mir und es ist Claudio. Ich hab alle. Okay. Hat jeder schon einmal gesucht oder möchte noch jemand anderen? Ich habe nicht gesucht, aber es ist auch egal. Ja. Mir reicht's auch. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch allen auch und euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glöckchen aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.